Ja, hallo, willkommen, mein Name ist AniGrödelP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir gegen Yoritomo gekämpft und haben ihn endlich besiegt. Boah, was für ein verzweifelter Kampf, ne? Und jetzt sind wir hier vor diesen großen Treppen und das Kapitel scheint zu heißen Die letzte Schlacht. Also nehme ich mal an, das Spiel ist nicht mehr so lang. Und wer weiß, vielleicht kämpfen wir auch jetzt direkt gegen diese Kuyo oder Kujo. Holle. Mal schauen. Was jetzt noch kommt, kann auch sein, dass jetzt noch eine riesige Dungeon oder so kommt. Aber sehen wir ja. Wie aus wie eine brunette Shizuka. Oh, den Knüppel kenne ich doch. Ist doch egal. Benke, yeah. Schon ist meine schlechte Laune vom Kampf davor wieder verflogen. Weil ich ja nur 5 Minuten her ist jetzt. Sehr schön. の景色を楽しんでいたの。想像しいやつらだね。ふざけないでください。もう逃がしませんよ。逃げるものか。ここなら神どもにもよく見えるだろう。お前たちが叩き潰されるところが。貴様一人に何ができるというのだ。見よ。 天鋼鋼の鋼を一つにした。どう？美しい輝きですよ。これこそ古き神に代わり新たなる支配者となるものにふさわしい輝き。さあ、この姿を絶望とともにその目に焼き付けよ。まあ、einfach handlich nicht. Du siehst so jetzt gerade voll hübsch aus. Und ja. Ja, siehst du, genau das meine ich. Das ist überhaupt nicht hübsch. Das ist krank. Oh Mann. Ich will ja weg. Oh Mann, hey. Yay. Hast du nur die ganzen alten Waffen und so? Ja, gut. Du brauchst nur eine Waffe hier, die aufgelevelt ist, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. HP ja dann natürlich wieder voll viel. Wieder hinterherhängt, aber trotzdem irgendwie die meisten HP hat. Okay. So, was mache ich jetzt? Was macht er sie erst da? Okay, wir gehen mal auf die Beine los. Klappt nicht, okay. Dann gehen wir auf die Köpfe los, okay. Das klappt. Oh Mann. Die halten viel, viel aus. Warte mal, ich habe Kamui, ne? Guck mal her. Geil. Die haben zum Glück nicht alle eine eigene Lebensanzeige. Das ist schon mal beruhigend. Ich nehme an, jeder von ihnen tut irgendwie so ein Viertel Lebensanzeige ausmachen.
Kein Ding. So. Ich darauf achten, welcher gerade unten ist oder was. Schießt du gegen das Bein. Da, da ist einer runter, glaube ich. Komm mal runter. Reiß ja den Kopf ab, Mann. Der Angriff ist immer noch so gut. Eieieiei. Framerate tut hier voll zusammenbrechen. Aber bitte, tu mir keine kleinen Gegner noch hereinwerfen. Los, nur du und ich, okay? Das wäre irgendwie gut. Und da kann ich nicht runter anscheinend. So, Buson, komm du mal. Komm, eine Idee. Falscher Knopf. Kreis war das, genau. Ich wollte in der Luft Kamui einsetzen. Ja, das hat es nicht so gemacht. So, ihr Köpfe, kommt mal runter. Wir haben eine echt geile Kombi herausgefunden beim letzten Kampf. Wir machen einfach den hier. Ja, ich also bringe es ein bisschen. Kann natürlich nicht gleich auf die. Was? Da, hä? Da war doch X. Ich kann natürlich nicht gleichzeitig auf die Lebensanzeige und auf die Knöpfe hier gucken. Ach, da haben die auch eine Lebensanzeige, sehe ich gerade. Oh, der hat viel einstecken müssen. So, komm mal, du, ja. Wow. Ja. Oh, was? Okay. Sollte hat jetzt. Wir sind immer noch am gleichen Punkt, mehr oder weniger, oder? Oder nicht gut. Jetzt habe ich mich da wegbewegt. Eure Köpfe, kommt doch mal runter. Aber irgendwie greifen die mich gar nicht an. Kann das sein? Ist voll einfach der Kampf bis jetzt. Es sind doch schon einige Köpfe kaputt, keine Ahnung. Damit hat er mich auch noch nie getroffen. Soll ich mal sagen, wir den hier die ganze Zeit. Damit treffe ich wesens. Ich wurde von irgendwas getroffen. War kein Schaden gemacht, gut. Na komm mal her. Das ist der Kampf einfach. Halt wird neben der letzte Kampf schon sein. Au, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So, was ist das? Wo fliegst du hin? Alter, die kommen nicht runter. Wie soll ich denn die treffen? Hier, komm her. Au, das hat weh getan. Dann. Weiß ich nicht. Nicht mehr so viele Heilgegenstände, das ist ja ein Problem. Der schießt jetzt mehrmals, das habe ich gar nicht bemerkt. So, du, komm her. Alter! So, der da ist unten, oder? Was? Schon voll die Bedeutung hier, diese Köpfe. Oh, mein Gott. So, ein Kopf ist noch übrig, glaube ich. Der da. Den schnapp ich mir. Ja, kartenmäßig kann ich sowieso nichts anfangen. Ich glaube, wir sind irgendwie voll blöd verteilt. Ja, komm schon. Jawohl. Immer noch nicht tot. Los, komm runter.
will dich. Komm her. So, das war relativ einfach. Bis jetzt. Vielleicht hätte ich auch mit Bänke irgendwie die Beine kaputt hauen müssen, weiß ich nicht. Aber das war es von dem Leben. Wenn das wirklich alles war, dann bin ich echt enttäuscht. Das wird bestimmt ohne Probleme klappen. Okay. Nehmen wir mal an. Au! Ja, jetzt geht's wieder ab, ne? Muss ich das hier angreifen? Ja, ne? Sieht jetzt aber nicht so aus, als würde sie irgendwie kämpfen wollen, sondern sich irgendwie am Leben halten. So wie das für mich aussieht. Hey Benke, komm du mal her. Ja, er haut das natürlich wieder mit einem Schlag weg. Ja, die wird da irgendwie eingesogen und wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass sie eingesogen wird. Nach der Bänke, der hält das aus. Er hat jetzt ein paar Parts Pause. Oh, das weg, Bänke. Oh. Ich ziehe bisher noch keine KP ab, also. Ich versuche mal hier anzugreifen. Okay, Shizuka, hey. Oh, das dauert lange, bis da irgendwas. Oh, jetzt zieht er ab, gut. Wechsel mal zu Bänke. Da komme ich irgendwie nicht dran. Oh, der hat das schon wieder gemacht. Ja, super. Aua. Warte mal, ich habe doch eine stärkere jetzt. Ist gut, Mann. So. Oder so vermisst er da während der Aufladung unbesiegbar ist. So. Kombi, versuchen wir mal, ob das Ding jetzt hier klappt. Kombi.
Geh ich einfach das Ding auf Fresse. Benkei. Wie, ich muss das Ding angreifen? Ich gehe direkt auf den Typen los. Wie, ich komme da nicht dran? Natürlich komme ich da dran. Ich sagte, der ist broken für dieses Spiel. Ich komme da nicht dran. Natürlich komme ich da dran. Bams. Da denkt sie einfach, pff, scheiß drauf. Wie, ich muss erst die Ketten kaputt machen. Nee. Ich gehe einfach unter dir und mach den hier. Aua, aua. Der ist echt broken für dieses Spiel. Der macht das ganze Spiel kaputt hier mit seiner Macht. Heine, ich habe nicht mal eine Ahnung, was hier los ist. Jetzt müssen wir da die Angriffe aushalten. So, komm mal her, ha. Ja, einfach auf das Gesicht persönlich losgehen. Ey. Wir müssen die Ketten kaputt machen. Nee, ich gehe direkt auf den. So, war's das? Bestimmt muss ich gegen das Ding irgendwie selber noch kämpfen. Oder gegen sie? Ja, ne.静かで私の音もできるのはここまでです。どういうことだ。今私がここにいられるのは神々の力添えによるもの。弁慶殿、この世での役目を終えました。これからは天界の守護に仕えるのです。武尊様と共に。武蔵坊弁慶。 義経様の身に何かあれば、どこにいると必ずや駆けつけます。どんな時もおそばにいると思ってください。弁慶。
ご利用集ございます。そろそろ参らねばなりません。もう行ってしまわれるのですか。我らは天界にてます。いつか再び間見えようぞ。 Wiedersehen, Busson. Wiedersehen, Benkei. Wiedersehen, zwei Mädchen, deren Namen ich nicht mehr kenne. Ich würde jetzt sagen, was man wollte, aber Benkei ist der Beste. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Wurde sogar von den Göttern auserwählt, ihr Yoshitsune und Co. zu beschützen. こうして長きにわたり天鋼を巡る戦いは終わりを迎えました。平泉から帰った静香様は天鋼が二度と争いに使われることがないよう小さく分け、私たち玉より一族に守護を命じると自ら行き先も告げず旅立って行かれたのでした。 Ja, gut. Dann haben wir jetzt wohl dieses Projekt abgeschlossen. Genji, Days of the Blade. Ja. Oh, das war ein Ritt. Und zum finalen Boss, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das war einfach. Ich meine, das war richtig einfach. Ich habe fast gar keinen Schaden bekommen. Ich wurde fast gar nicht getroffen, ehrlich gesagt. Da war der Kampf gegen Yoritomo ja eine ganze Ecke schwieriger. Also ja, das ist jetzt nicht für die Verhältnisse dieses Spiels, aber für allgemeinen Bosskampf war das einfach. Aber egal, ja, Busson, der ja, war mir schon irgendwie klar, der nach den ganzen Ereignissen hier irgendwie wieder zurückkehren musste. Aber Benkei war, er ist echt weg, Mann. Auf jeden Fall der beste Charakter im gesamten Spiel. Ich muss es nur mal wieder erwähnen, immer und immer wieder. Und ja, Spiel hat mir, auch wenn es für einige Wutimpulse gesorgt hat und mich ein paar Mal wirklich zur Verzweiflung gebracht hat und genervt hat, aber ja klar, Spiel ist trotzdem noch gut, würde ich sagen. Lohnt sich auf jeden Fall mal zu spielen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf einen schweren Schwierigkeitsgrad, um meinen die gerade genannte Frust zu ersparen, aber trotzdem Studio Hand was. Aber trotzdem kann man mal spielen. Kann man weiterempfehlen. Und ja, was noch? Was mich natürlich am meisten gestört hat, waren diese riesen Gegnermassen, die immer und immer wieder kamen, von denen einfach auch nie weniger wurden. Zurück war dieser komische Gott irgendwie letztes Gebiet, wo irgendwie Monster kam. Ich hab den Spiel irgendwie schon noch so zugetraut, dass im letzten Kampf irgendwie noch eine ganze Gegnerhorden und so auf mich zukommen, während ich auf den letzten Boss drauf bashe, aber das war zum Glück nicht so. Und ja. Verdammten Bogenschützen, die mich immer außerhalb des Bildschirms abgeschossen haben, hat mir ja richtig auf die, ja, Nüsse gegangen ist. Aber Kampfsystem, richtig geil. In analog ausweichen und so, nur blocken und anvisieren, das auf
zwei verschiedene Knöpfe gemacht haben, dann fand ich ein bisschen blöd. Hätten sie vielleicht auf L1, R1 gepackt, dann wäre vielleicht ein bisschen besser, aber war auf R1 und R2. Wie willst du so bitte schön spielen, wenn du beiden Finger da oben hast und dann, ja, das ist komisch zu steuern dann. Aber ja, da war, glaube ich, auch meine Schuld. Ich hatte da oben hin, da könnte ich Idioten, ne? Verdammt. Swordmaster, was? Was kann ich noch sagen? Story war mir ein bisschen zu, wie nennt man das jetzt, Science Fiction mäßig? Nee, nicht Science Fiction, ja. Keine Ahnung, ich weiß ja, dass das alles irgendwie auf eine Geschichte von Asien irgendwie basierte, alles, also eine antike Geschichte, die irgendwie wirklich mal passiert ist. Und ja, ob da wirklich solche magischen Typen irgendwie vorkommen sind oder Riesenkrabben, Riesenmonster und so, das weiß ich nicht. Kann ja auch nur so eine Legende sein, ist ja. Also das kann dann schon wieder jetzt wieder was anderes sein. Da kann man sich ja sowas erlauben. So eine Sage oder irgendwie sowas. Aber das sind ja, glaube ich, geschichtliche Ereignisse, die wirklich passiert sind. Also deswegen weiß ich nicht. Da haben wir die Stimmen. Wie für komische Sages, wie nennt man die? Ja, ne? Also ja, so eine Story ist halt jetzt nicht so was, was ich so auf Anhieb hier akzeptieren kann und in mich aufnehmen kann und so richtig rein gehen kann. Boah, geil, jetzt will ich wissen, wie das weitergeht und boah. Also war nicht, aber war auch schon in Ordnung. Und ja, ich will Part 200 jetzt, ich glaube, ich habe jetzt leider den Ordner nicht offen, wo meine Aufnahmen gerade sind. Müsste, glaube ich, der 47. oder 48. Part sein. Auch deutlich länger, als ich gedacht hätte. Ich dachte jetzt wirklich, wir reden ja von so einem Spiel, hat bestimmt nur 30 Parts oder so geht, aber ich spiele 18 Stunden oder so, das letzte Mal, als ich da gesehen habe, und das war jetzt nicht so lang. Deswegen, ja, das meiste war, ja, okay, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich noch viel gegrindet habe hier so. Also wenn, dann kann man so bestimmt so, weil ja nicht 15 Stunden oder so sagen, ist das Spiel lang. Irgendwie so um den Dreh. Ich mixet, was? 5.1, ja, also. Pff, ich dachte, da steht, ich mixet at Sony Music Studio Tokyo. Ja, die Musik war auch. Ja, hat mich ein bisschen an Naruto erinnert. Diese ganze ho, hü, si, ho. Diese ganzen, ich weiß nicht, wie man das hier, diese typische japanische Musik, sag ich jetzt mal. Und weiß ich nicht. Biete fand ich jetzt auch gut. Inszeniert der Kampf gegen Tomimo, ist er jetzt so? Ich glaube ja. Der war zum Beispiel auf so einem, nennt man das hier, so eine Stege hier. So ein Tempel, so was ähnliches, so sah es aus, auch sehr gut inszeniert und so. Aber ja, also ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt noch sagen soll, außer dass Benkei der Beste ist. Boah. Und ja, 29 Minuten, das werde ich alles in ein Part hier reinpacken, den letzten Kampf und das Ending. Ja, bin ein bisschen erleichtert, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Jetzt habe ich momentan nur zwei Projekte offen. Das sind alles Nintendo-Projekte. Splatoon und Super Smash Bros. Und Splatoon tue ich regelmäßig und Super Smash Bros. Tue ich nur hier und da zweimal in der Woche hochladen. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Freiluft, wo schon das nächste Projekt geplant ist. Und ja, keine Ahnung. JoJo's Bizarre Adventure, das müsste in dem Zeitpunkt, in dem dieser Party hoch ist, auch schon vorbei sein. Und mir fällt nicht mehr ein, was ich noch sagen soll. Kann man empfehlen, das Spiel. Vielleicht komme ich irgendwann ja auch mal zu den Vorgänger zurück, wenn ich irgendwann meine Hand darauf kriege. Aber so schnell muss das jetzt ehrlich gesagt nicht sein. Ich brauche eine Pause von dem Spiel. Hier voll viele Leute wurden von Haruka Kuroda gesprochen. Oder Mac Kubota. Ikuhime Miyahime. Hat sind bestimmt diese kleinen Schwestern da gewesen.
die mir die ganze Zeit irgendwie das ganze Spiel lang irgendwie gruselig waren. Oder sagen, was er wollt. Das ist ein Team und Produkt der Development. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie die englischen Stimmen waren. Fällt mir gerade so auf. Ich hatte früher allererst mal gespielt, habe ich glaube ich mit englischen Stimmen gespielt. Glückwunsch zum Beenden des Spiels. Ja, okay, wo ist mein Controller hier? Möchtest du den Spielfortschritt in ihren Systemdaten speichern? Ja, warum denn nicht? Gibt es ja so eine Art New Game Plus oder so, wo ich mit all meinen Waffen irgendwie reinziehen kann oder was? Keine Ahnung. Okay, wo sind überhaupt meine Dingens? Keine Ahnung. Ich würde sagen, das war's aber auch. Dann kann ich hier das Projekt beenden und sage, ich hoffe, einigen Leuten hat das Spiel wunderbar gefallen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von, also nee, nicht in der nächsten Folge, ich mache das immer wieder. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Das war's mit Genji, Days of the Blade. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage, tschüss, bis zum nächsten Projekt.